Jetzt müsste die Krankheit eben auch eingedämmt sein. Ja, im Park gibt es keine Erkältungsquellen mehr. Ja, super, wenn es mit der Pandemie auch so einfach wäre, ne? Gut, also die sozialisieren sich gerade miteinander, die machen sich gerade miteinander bekannt, sagen sich guten Tag. Ja, und die sind jetzt, glaube ich, na, der trinkt erstmal. Der trinkt erstmal, erkundet so ein bisschen das neue Gefieder und wir können natürlich auch nochmal hier dann, wenn wir den Dino anklicken oder den jeweiligen Dino anklicken, sehen wir halt eben auch... Höhere Einnahmen geben uns mehr Flexibilität bei unserer Forschung. Ja, danke. Danke. Gerne, gerne. So, eine Mission haben wir wieder erfüllt. Soziale Gruppe 1 bis 12, idealer Bestand 0 bis 22. Das heißt, wir können halt hier auch nochmal eben uns weitere Dinos holen, sobald das halt eben möglich ist. Und das ist jetzt eigentlich der Fall. Das heißt, wir brüten doch einfach mal einen weiteren aus. Und jetzt gucken wir... Ach ja, wir haben neue Fossilien bekommen, ne? Haha, schauen wir doch da mal rein. Der Olorotitan, da extrahieren wir natürlich auch mal die DNA. Und wir kriegen auch manchmal hier, wie gesagt, dieses Gestein. In diesem Fall ist es Osmium. Und das verkaufen wir für 100.000. Und schicken gleich wieder eine neue Expedition los. Kostet uns 60.000. Und ist eine Krankheit ausgebrochen. Alles klar, da kümmern wir uns selber drum. Der ist der Dino ist erkältet. Ja, Mensch. Ich würde sagen, wir fliegen mal mit dem Helikopter los. Den starten wir selber. Mit Leertaste können wir steigen, mit STRG sinken. Und wir können jetzt hier mit X und C die Munition wechseln. In diesem Fall brauchen wir Behandlung. Und jetzt können wir hier aus der Luft, schnappen wir uns den Dino, ziehen ein bisschen nach oben. Ah, fast. Zweiter Schuss. Ha! Ja, okay, kein One-Hit, aber zumindest mit dem zweiten Schuss. Und jetzt müsste die Krankheit eben auch eingedämmt sein. Ja, im Park gibt es keine Erkältungsquellen mehr. Ja, super, wenn es mit der Pandemie auch so einfach wäre, ne? Aber der nächste Dino, also der dritte Dino, ist hier schon in Arbeit und wir sehen halt eben auch, dass hier mehr und mehr Besucher reinströmen. Wie gesagt, so langsam verdienen wir Geld, das heißt, wir können halt eben auch mal schauen, ich meine, die Gäste sind jetzt hier alle zufrieden, das sollte soweit passen. Die Toilette hat 126 Gäste im Moment von maximal 320, aber auch das können wir halt, wie gesagt, nochmal ein bisschen erhöhen, wenn wir denn müssen. Und wir haben neue Fossilien, oh, gleich zweimal Bernstein. Extrahieren wir natürlich beides gleich. Dann gucken wir mal in die ingehende Datenbank rein. Der neue Dino ist ja da. Und zwar ist das der hier. Olorotitan. Aus der Oberkreide ist 2,2 Meter hoch, 3,5 Tonnen schwer und 7,9 Meter lang. Der Olorotitan war ein großer Pflanzenfresser aus der Oberkreide. Der Name Olorotitan bedeutet riesiger Schwan und stammt von seinem fächerartigen Kamm. Den sehen wir hier oben nochmal. 2003 wurde er entdeckt, also noch gar nicht so alt. Das Tier wurde offenbar unter einer Schlammlawine begraben, denn es war vollständig und so gut erhalten, dass die Wissenschaftler die Hirnstruktur des Tieres studieren konnten. In den Schwanzknochen des Olorotitan wurden außerdem der ausgerissene Zahn eines Fleischfressers entdeckt. Krass. Also überlegt euch das mal. Der ist Millionen von Jahre alt. Wurde unter Schlamm begraben und die Hirnstruktur des Tieres konnte halt noch studiert werden. Alter Schwede, das ist schon echt, das ist schon Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Genau, den werden wir uns gleich in den Zoo holen. Allerdings müssen wir erstmal halt, wie gesagt, für ein bisschen Geld sorgen. Jetzt haben wir drei Dinos. Und wir sehen jetzt hier, idealer Bestand 0 bis 22, das bezieht natürlich nicht Dinos ein, sondern sämtliche anderen Dinos im Gehege. Die soziale Gruppe von dem Dino ist zwischen 1 und 12. Also von daher, da muss man ein bisschen drauf achten. Ist immerhin 1,70 Meter groß und 400 Kilo. 3 Meter in der Länge. Also 400 Kilo für 1,70 Meter ist schon heftig. Ne? Also, da müsste ich eine ganze Menge essen, wobei ich bin noch nicht 3 Meter lang. So, die nächste DNA, die wir extrahieren können. Ich habe etwas.
etwas Neues, das sie sich ansehen können. Ja, akzeptieren wir natürlich auch. Zwei Expeditionen starten. So. Das heißt, wir sollen einfach zwei Expeditionen starten. Das erste hier, zack. Ich meine, dafür kriegen wir auch jede Menge Kohle. Ja. Kann nicht schaden. So, langsam nähern wir uns auch dem Limit hier, was die Restaurants Fastfood-Kette angeht. Da müssen wir dann wieder gleich ein Auge drauf haben. Und dann gucken wir einfach mal, was wir gleich nochmal für ein Gehege bauen können. Aber ansonsten sieht das so doch schon mal ganz gut aus. Und dafür, dass wir fast pleite waren, haben wir uns relativ gut wieder gerettet. Ich werde hier oben nochmal Toilette hinbauen, damit wir die Toilettenabdeckung auch erfüllt haben. So. Hier passt sie hin. Da fehlt uns der Strom natürlich. Okay, dann bauen wir nochmal ein kleines Umspannwerk. Das brauchen wir sowieso, das Umspannwerk. Spätestens, wenn wir halt hier die Einschienenbahn bauen. Mal gucken, wo wir das... Ah, passt natürlich jetzt nicht ganz, okay. So, wunderbar. Ja, die Toiletten haben, kosten uns ein bisschen was in den Betriebskosten. Also, wir zahlen dafür natürlich ein bisschen was. Aber damit sind die Gäste zufrieden, die Parkbewertung geht nach oben, mehr Besucher kommen und so weiter. Also am Ende ist es eigentlich eine gute Maßnahme, wenn wir da die Bewertung nach oben drücken. Und wir sehen jetzt ja auch schon hier, die Anlagenbewertung hat jetzt schon 5 Sterne, weil wir fast alles zu 100% erfüllen. Wir haben neue Fossilien, wir extrahieren jetzt erstmal hier die DNA. Dann müssten wir auch langsam, aber sicher bald die 100% von dem Genom fertig haben. Wir sehen hier übrigens im Fortschritt, wie viel Prozent wir kriegen. Dieses Fossil jetzt hier mit 2 Sternen bekommen wir jetzt gerade so 1%, vielleicht 2%, also nicht gerade viel. Ja, 2%, 80% hatten wir, da müssen jetzt ungefähr 82%. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier rauskriegen beim Bernstein. Also da ist natürlich ein bisschen mehr, ist natürlich eine höhere Qualität. In der Zeit können wir hier schon mal das Palladium verkaufen für 400.000. Das ist ein ganz schön ordentlicher Gewinn. Und aktuell kriegen wir jetzt hier 5%, wenn alles gut läuft. Vielleicht sogar 6. Na, sogar 6%, sehr schön. Dann sind wir jetzt nämlich bei 88%. Das heißt, wir müssen nochmal eine Expedition sowieso starten, um die eine Mission... beziehungsweise 89% haben wir jetzt. Sehr gut. Das heißt, wir müssen vielleicht nur ein-, zweimal fliegen. Und dann haben wir die DNA auch vollständig. Gut, die Besucher. 59, 85, 79. Also auch noch nicht so viel. Aber wir könnten jetzt nochmal... ich überlege jetzt gerade. Schauen wir uns mal eben kurz die Ansicht hier nochmal an. Spaß. Ja, Einkaufsmöglichkeiten fehlen halt hier immer noch hier oben. Getränke passt aber, Essen passt aber auch. Ja, und der Umsatz natürlich klar. So, hier machen wir 205 aktuell. Stromausfall entdeckt, okay. Wenn wir so einen Stromausfall haben, können wir einfach mit R das Ranger-Team hier anklicken und einmal sagen, bitte neu starten. Und natürlich auch Sachen reparieren, die vielleicht vom Sturm beschädigt worden sind. Jetzt ist hier so, wir haben jetzt ja ein bisschen mehr Geld. Wir können nochmal ein neues Ranger-Team dazu holen für 50.000. Und hier das auch nochmal selber lenken. Das haben wir schon gesehen. Probleme führen zu schlimmen Dingen. Das wollen wir vermeiden. Also wie wäre es, wenn Sie einfach Ihre Gebäude mit dem nötigen Strom versorgen würden? Natürlich versorge ich die Gebäude mit dem nötigen Strom. Da war ich doch gerade mit dabei. Menschenskinder. So, wir haben... 18 ungenutzten Strom, das ist auch nicht gerade so viel. Unser Expeditionsteam kehrt gerade zurück. Das heißt, wir kriegen jetzt auch wieder Geld. Neue Fossilien. Ich wusste, Sie sind die richtige Person für den Job. So, extrahieren und das Iridium verkaufen wir dann direkt. Ufolone Gruppenanpassung 1.0 Eigenschaftsgene. Da können wir gleich mal in die Forschung reinschauen. Und zwar sehen wir jetzt hier globaler Betrieb. Ein Gegenstand verfügbar. Und dann gehen wir jetzt nämlich hier rein und zwar die Brutstättenversicherung 2.0 können wir jetzt erforschen. Kostet uns allerdings auch
5,9 Millionen, um das zu erforschen. Da werden versichert, also Dinosaurier-Eier werden gegen Fehlschläge versichert und wir kriegen, also wir kriegen halt auf jeden Fall Geld zurück. So. Wir können natürlich nochmal ein neues Expeditionsteam losschicken, solange es halt noch geht. Auch hier wieder einmal noch die 95%, dann müssen wir eigentlich damit auch gleich durch sein. So, und jetzt haben wir hier langsam aber sicher, kriegen wir hier mehr und mehr Besucher rein. Das heißt, wir können jetzt halt auch nochmal beim Gehege schauen, und zwar eine Beobachtungsplattform hier rein platzieren. Und die, wir sehen auch hier den Sichtkegel, also wenn ich das hier mal hier oben platzieren würde, sehen wir auch, in welchem Bereich die Besucher dann schauen würden. Natürlich müssen wir darauf achten, dass sie hier im richtigen Bereich gucken, also würde ich das hier ungefähr hin platzieren. Und dann legen wir uns einen schönen Weg dorthin. So. Und dann haben die Besucher wieder ein bisschen mehr zu gucken, also haben noch mehr Möglichkeiten und im Idealfall kommen dann auch mehr Besucher in den Park.